Zusperren kann wirklich jeder und das sei auch wahnsinnig einfach, so die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Gemeint sind die Schulschließungen im Zuge des zweiten Lockdowns. Sie sagt, dass es eine grundfalsche Entscheidung war, denn Kinder sind keine Infektionstreiber, sie würden viel seltener erkranken und die Infektion auch nicht in einem großen Ausmaß weitergeben. Viel Kritik gab es von Seiten der SPÖ an den Maßnahmen zum zweiten Lockdown. Es wurden hier auch viele Nebenwirkungen bei der Schulschließung hier thematisiert. Zum einen würden die Kinder sich viel weniger bewegen, es würde mehr zu Übergewicht kommen, auch die psychische Belastung sei hier groß, so die SPÖ-Chefin. Sie hätte vorgeschlagen, dass man hier ein Konzept ausarbeiten hätte müssen über den Sommer und sieht hier grobe Versäumnisse der Bundesregierung. Zu den Massentests, die der Bundeskanzler nun angekündigt hat, hält sie sich zurück. Auch hier meint sie, diese hätten bereits stattfinden müssen, im großen Stil, beispielsweise in Pflegeheimen oder auch noch bei Veranstaltungen, als diese noch möglich waren.